Servus Leute, wie geht's? Schön, Spitz wieder, Rolle Mingwart und ich heiße euch heute alle wieder herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde der Freundschaftseroberung. Heute wollen wir uns diese Festung mal einzeln mal gucken, was sie so auf dem Kasten hat. Heute wollen wir die lang ersehnte Wikinger-Festung machen, die ich mir gewünscht habe. Wir befinden uns hierbei in Nurn. Ich sag mal so rein theoretisch, man hätte natürlich jedes Gebiet auswählen können. Ich tatsächlich hätte vielleicht bei Wikingern wäre ich vielleicht ein bisschen eher nach Serigost gegangen, aber Nurn finde ich auch gar nicht schlecht, weil es ja dort das Meer gibt und das sollte, finde ich persönlich, passt dann auch ziemlich gut. Jetzt mal so von außen so betrachtet, haben wir jetzt hier den Marodeursstamm. An sich auch keine schlechte Idee, den Marodeursstamm hier auszuwählen. Ich glaube, es gibt ein paar Stämme, finde ich persönlich, die passen, würden ziemlich gut passen. Darunter fällt beispielsweise der Kriegstreiberstamm. Hätte ich tatsächlich ziemlich geil gefunden. Nur mal so als Idee. Dann der Wildenstamm, den hätte man tatsächlich auch in gewisser Weise nehmen können, weil ich finde, der Wildenstamm, der ist noch so, sage ich jetzt mal, von allen so noch dieses mehr so ein bisschen am Boden geblieben. Ne? Bei dem Marodeursstamm sage ich ganz ehrlich, klar, die Eigenschaften mit dem ganzen Rum und so und dem ganzen Gold, was sie drumherum haben, das ergibt schon Sinn. Das könnte man schon in Wikingern ziemlich gleichsetzen. Wir gehen einfach mal davon aus, es sind ziemlich reiche Wikinger, würde ich jetzt mal so sagen, also, ne? Die hier dabei in dieser Festung sind. Ne? Auch beim Wildenstamm hätte ich es beispielsweise, warum ich einen Wildenstamm vielleicht sogar genommen hätte, einfach auch dieses ganze Holz, die arbeiten sehr, sehr viel mit Holz und das finde ich, das sieht dann ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen authentischer oder realitätsnäher aus, ja. Aber gut, ich meine, der Marodeursstamm ist auch eine Idee, ne? Ist auch eine Idee. Alles hat sein Für und Wider, ne? Auch wenn beim Wildenstamm halt auch wieder überall die ganzen Mammutschädel, ne? Das könnte vielleicht auch passen, ne? Schwierig, 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 aber wir gucken uns die Jungs mal an. Also, wir haben als Oberherrn Noruk den Tyrannen. Der Name finde ich ziemlich geil. Und ich feiere es eigentlich auch, dass er sich hier. Wir müssen natürlich sagen, jetzt mal, die Wikinger hatten die Hörner. Aber wir haben uns hierbei jetzt einfach mal auf dieses klassische Bild eines Wikingers gestürzt, den es ja eigentlich niemals gab, nämlich den Wikinger mit Hörnern. Und ich finde es ziemlich geil, dass du hierbei den Noruk, den Tyrannen, ausgewählt hast und als Oberherrn, dass das auch noch ein Berserker ist. Ja, Berserker, das ist ja auch so Mythologie der Wikinger. Finde ich ganz cool. Eine coole Idee und vor allen Dingen, die Rüstung macht halt schon auf jeden Fall was her. Ne, da muss auch schon ein bisschen Bling-Bling dabei sein. Dann haben wir hier noch einen Grubenkämpfer mit am Start. Ich finde die Idee gar nicht mal schlecht. So ein Grubenkämpfer, auch ein Berserker. Passt ziemlich gut eigentlich auch, echt. Und der Helm ist natürlich, passt ziemlich gut. Hat natürlich auch ein bisschen sowas von dem Schamanen. Die Wikinger waren ja auch teilweise sehr, sehr abergläubig. Da hätte man auch so, wenn ein Schamane hier noch auftaucht, fände ich persönlich ziemlich geil. Der Barbarische natürlich auch ein Berserker. Vom Helm her, finde ich, passt das auch ziemlich, finde ich auch geil. Also ich finde es cool, dass er so viel mit dem Helm gearbeitet hat. Und da kann man echt was rausholen. Finde ich, ist auch ein ziemlich dankbares Thema eigentlich, aber auch man muss dann halt auch wirklich auf die Feinheiten achten. Ne? Wir wollen den klassischen Weg, nehmen den klassischen Weg der Wikinger, da muss halt schon ein bisschen was um die Ecke kommen. Hier haben wir auch die Hörner, diesmal sogar ein Wikinger dabei, der in Lederrüstung gekleidet ist. Passt auch, passt auch. Ja, passt auch. Ich weiß ja nicht, mit dem Karagor, ja, Reiter hätte ich, glaube ich, nicht unbedingt. Reiter eigentlich, ich weiß nicht. Der Plünderer aber, man könnte jetzt sagen, hier, der Helm passt eigentlich irgendwie nicht so, aber der Plünderer passt schon ziemlich gut dazu eigentlich, finde ich persönlich. Also ich bin da bei der Interpretation, finde ich es gar nicht so, finde ich es gar nicht schlecht. Ja. Auch ein schick, also ein guter Helm dabei. Der Donnerer, also das finde ich, da braucht man nicht zu diskutieren. Das ist schon eine geile Sache. Das finde ich, das schreit eigentlich schon nach einem Wikinger-Helm und auch dem richtigen Wikinger. Dann haben wir noch einen Kriegsbringer, auch sehr geil. Wunderbar. Ich finde es cool. Also ich finde das Thema ist bis jetzt, sieht ziemlich geil aus. Wir wollen sehen, was es noch dazu gibt. Ne? Let's go. So, dann schauen wir mal, was wir hier jetzt so in dieser Wikinger-Festung noch hier so alles finden.
Gucken wir mal. So, dann haben wir noch einen Gnadenlosen, auch mit einem feinen Helm dazu. Nice one. Cool. Das ist ein sehr sadistischer Wikinger, so wie der Kollege aussieht. Erinnert mich aber eigentlich, jetzt mal ohne Scheiß, erinnert ihr euch noch an Vicky, an den schrecklichen Sven? Oder wie der heißt? Oder Sven der Schreckliche, oder wie der heißt? Der erinnert mich irgendwie krass an den. Krank. Der Henker, dass so einer musste auf jeden Fall mit so einem Helm dabei sein. Ansonsten wäre ich, glaube ich, ein bisschen enttäuscht gewesen, aber sehr, sehr geil. Sehr cool. Also ich finde, die Festung ist gar nicht schlecht umgesetzt worden. Beim Torwächter bin ich ein bisschen strittig. Warum das Horn, also bei ihm bin ich mir ein bisschen uneins. Könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich da immer drüber. Wir haben auch so einen nackten Kollegen, einen Karago-Ausbilder. Ja, der passt ziemlich gut. Die beiden Äxte vor allen Dingen passen sehr geil. Der gehört zu uns. Der gehört auch zu uns. Den haben wir schon gesehen. Der Tiefenseher. Ja, brauchen wir nicht zu diskutieren. Passt. Auch mal ein bisschen was anderes. Ein Ghouljäger reingepackt. Also, die Ideen, die hier reingeflossen sind, find ich persönlich ziemlich geil. Einfach auch, dass hier wirklich mit den Helmen gearbeitet wurde. Bei ihm, ja, weitestgehend. Das, bei manchen muss man wirklich sagen, da muss man echt ein bisschen überlegen, ob man die da reingetan hätte oder nicht und so. Ich meine, klar, der hat Hörner und so, aber es ist noch nicht ganz so der Helm wie jetzt bei dem jetzt beispielsweise. Aber ihr könnt es ja auch gerne selbst mal so dazu sagen. So, Kuga, der Donnerer. Bei manchen stimmt. Oh, was haben wir denn hier noch? Gura, der Säufer. Der Helm passt saugut, finde ich. Dieser Helm passt richtig gut. Warum? Weil das ist so wie der vom Wiki. Bisschen so, kleiner bisschen geil. Geil. Also, da haben wir schon ein paar coole Uruks dabei. Manche würde ich tatsächlich, hätte ich glaube ich nicht so da reingetan, aber das ist immer so Geschmackssache, finde ich persönlich, bei der Festung. Ihr könnt ja gerne mal in die Festung schreiben, in die Festung, genau. In die Festung schreibt ihr mal bitte rein. Wir tun ein bisschen mit Graffitis voll machen. Nee, mit. Also einfach mal so reinschreibt, so in die Kommentare, was ihr denn hier dazu sagt, wie euch auch das, auch gerne auch mal wegen der Festung, ne? Weil ich finde persönlich, manchmal kann die Festung tatsächlich so eine gewisse, bietet ja immer wieder eine gewisse Atmosphäre. Ja, danke schön, danke, geil. Oh shit. In die Fresse. Verdammt nochmal. Okay, wenn du meinst. Gib ihm. Ach, so. Die Wikinger fertig hier. Wow. Vorsicht! Den Säufer umbringen! Oh, die Sau hat mir voll eine gegeben. Ei! Jo, lol. Mutsu, cool. Mutsu hat. Nee, den hat jetzt ja richtig in ein Auge, ne? Weiter hier, weiter mache. Was mir gerade mal so einfällt, vielleicht wäre auch ein Kampferprobter, wäre vielleicht auch gar keine so schlechte Idee gewesen. Mal nur so als Idee. Aber es könnte, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr manches so seht und oder wie ihr das manches hier empfindet, weil ich kann immer nur meine Seite. Mich interessiert aber immer eure Seite, weil dann lernen wir alle daraus. Das ist immer ganz geil.
Du bist ein Wikinger, verdammt. Du musst dich auf den Tod freuen. Es geht nach Valhalla. Den Ranzen mal durchgeschnitten. Geil. So. Gib ihm! Aber Asbror bin ich mir fast sicher, dass das ein. Ist das nicht ein. Wie heißt ein. Dass der nicht aus den Online-Eroberungen rauskommt? Ich bring mal kurz hier einen um. Na, Jungs, kein Problem. So. Jo. Tötet sie alle. Geil. Ach ja. So, hier der Torwächter. Machen wir jetzt mal kurz Platz hier. Also beim Torwächter bin ich mir echt nicht ganz so sicher, ob der so gut gewählt ist tatsächlich. Aber wie gesagt. Wir wollen es aber auch genießen hier nicht. Du ziehst dich hier nicht zurück, Säufer. Yo, Kacke. Vorsicht, Männer! Scheiße. Diese verdammten Wahnsinnigen schlagen auf uns ein hier. So. So. What the fuck? Okay. Yo, was geht ab? Haha. Nice one. Schnappt sie alle, lasst keinen am Leben. Das lässt du schön bleiben, du Sau. Yo, was geht ab? Falscher Mann. Wow, shit, Donnerlittchen. So. Aha, gute. Jetzt gibt's mal ein paar aufs Maul hier. Wir bringen den hier um und den hier auch. Wie geil. Also das war wirklich gekonnt daneben geschossen. Du bist der klar überlegene Krieger. Doch du stirbst dennoch in Mordor. Ja, das kann vorkommen. Always look on the bright side of love. Ist auch nicht was. Manchmal, da radert's in der Birne hier oben im Oberstübchen und dann kommt irgend so ein Schrott bei mir raus. So, komm her. Jetzt bringt doch mal den hässlichen Sack hier um. Was geht ab, Mann? Scheiße. Nee, 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 nee. Das lassen wir mal hier bitte schön sein. Oh, shit. Moment, erst mal hier ein bisschen paar Pfeile. So, schön. Da, jetzt gibt's doch noch mal was hier. Oh, ich will den jetzt von hinten abstechen. So geht's. So, jetzt geht's los. Auf geht's.
Schlag das Tor ein! So, den mache ich hier auch noch mal kurz fertig hier, nicht? So. Sag mir nicht, dass das ein Brecher ist. Das ist doch kein Brecher, oder? Na. Halt dein Maul! Du dumme Sau! So, nächsten Wikinger umgelegt. Zack. Geil. Den Helm finde ich fast am besten. Muss ich euch sagen. So. Alter. Diese Bogenschützen, ey. Hi. Okay, nice. Jetzt stirb doch einfach mal. Oh, Kacke. Tapp nochmal. Stirb, du Schweinebacke. Was? Mann. So, machen wir mal so. Auf die Art und Weise geht's auch. Jetzt aber. Jetzt, wenn du jetzt nicht stirbst. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Machen wir es eben so. Meine Güte, ey. Jo, da drin geht's schon ab. So. Alles klar. Den haben sie ja schnell ausgeschaltet. Attacke! Na ja, du Sau! Du bist dämlich, du stinkender Hund! Hat er sich nochmal überlegt. Aber nix da. Heute bin ich wieder in Topform. Geil. Na ja, du Sau. Jetzt gibt's für dich noch ein paar aufs Maul hier. Der Hammer, wie geil. Ist, glaube ich, auch so ein Hammer. Oder Donnerherr. Ist es ein Donnerherrscher oder ist es einfach nur ein Hammer? Weiß ich gerade gar nicht so genau. So. Läuft. Alter, wenn man mal überlegt, wie viele hier so Zeitlupensequenzen da sind, dann fällt das Video deutlich kürzer. So, den Karagor-Ausbilder haben wir auch platt gemacht. Nice one. Ja, warum ich das tue? Weil ihr mir verdammt nochmal im Weg steht. So, den nächsten murksen wir ab. Ganz bestimmt nicht. So. Nice one. Würde mir bitte einer den Rücken frei halten? Nimm das Fett. Oh, Scheiße.
Das du dumme Sau, du hier. Und hier, so, einmal Ärmsche ab und zack, weg mit dir. Gut. Der kotzt auf den Boden. So. Hi, Servus, wir haben mal kurz eine Festung hier geraidet. Nach alter Wikinger-Manier. So wie sie es gehört. Die zünden wir danach auch noch richtig standesgemäß an. Alter, der war auf Raubzug. Der war auf Raubzug. Du kannst hier nicht hinein. Das ist mein Thronsaal. Da siehst du aber, wie ich das kann. Also so. Natürlich hat es auch ein bisschen was, wenn ich jetzt gerade mal so drüber nachdenke, hat es auch so ein bisschen was, so wie man sich Asgard vorstellt, ne? So die Festung hier eigentlich so von den Marodeuren. Ne, wer so ein bisschen so Avengers geguckt hat oder Thor, Marvel, ich meine, das wird auch immer so golden dargestellt, so viel. Das wäre natürlich geil, wenn es so eine Hommage daran ist, nicht? Ja, und Feuer passt natürlich sehr gut. Oh, scheiße. Heck, verdammt nochmal. Der Ogre. Also, ich kenne das aus der Vinland-Saga, dass tatsächlich der so, dass der eine so genannt wurde. Also von Netflix auf der aus der Serie. Ich bin normalerweise keiner, der so Animes guckt, aber da habe ich mir mal gedacht, komm. Das kannst du dir mal geben. Es gibt ja welche, die feiern Animes echt krass. Bei mir ist so, manche finde ich echt geil und kann man sich echt angucken, aber manche finde ich dann schon ziemlich zu abgespaced. So. Ja, können wir mal sagen, welche ihr geil findet oder ob ihr überhaupt welche euch anguckt. Da gibt es ja wie immer unterschiedliche Meinungen und mir gefällt es auch mal hier so ein bisschen was von euch zu wissen, nicht? So. Und wenn ja, könnt ihr auch mal gerne schreiben, welcher euer Lieblingsanime ist. Also ich glaube, meiner ist tatsächlich Castlevania, fand ich tatsächlich, glaube ich, so war mein persönlicher Liebling. Da ist hier unser Sven. Dem Herrn legt sich niemand an, mit mir auch nicht. Ich schlag dir den Kopf ab und sehe zu, wie lange du dann noch stehen bleibst. Uff, das ist ich respektiere seine Neigung zur Wissenschaft. Finde ich auch ziemlich gut. Oh, scheiße, du Sau. Ob du immun gehst gegen den Scheiß, du Fettmops. Hier, da. Den Scheiß. In die Fresse hier, du dummes Sau, du. Ja, du Blödhirn. Ja, yeah, noch ein. Und wo ist jetzt der andere Idiot? Achso, du bist auch immun gegen den Schrott. So. Den Ogre haben wir jetzt platt gemacht. Mann! Nimm das verdammt nochmal! Dumme Sau, du! Oh, shit. So. Den haben wir jetzt wenigstens auch getötet. Ey, der ist cool. Der hat einen coolen Ort zum Sterben gehabt. Einfach so auf einen Haufen von, oh, scheiße. Gold. Mensch, bring ihn doch um, du dumme Sau. Der hält nicht mehr viel aus. Jo. Hab ich doch gesagt, Marco. Sehr geil. Alles klar, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst ein Like, Bewertung, Abo oder dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, haut da rein. Bleibt dabei. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und Talion. Bitte. Sehr gut. Und ciao.